Ja, was haben wir denn hier? Hooligan Pretzel Crush Honey Mustard Sauce Pretzel Pieces. Wieder neue Pretzel Pieces. Unglaublich, wie viele mittlerweile auf dem Markt sind. Aber es war ja auch noch keine gute Alternative für die Snyder's Pretzel Pieces dabei. Von daher bin ich immer wieder auf ein neues gespannt, wenn man was Neues hat, was man probieren kann. Schauen wir uns diese Sache hier einmal an. Pretzel Pieces with Honey Mustard Sauce Flavor. Normalerweise ist es ja Honey Mustard and Onion. Die Onion wird zwar jetzt hier nicht so hervorgehoben, allerdings scheint sie mit drin zu sein, denn hier steht auch Onion geschrieben. Nun ja, man kann es etwas schlecht lesen, weil hier die Lasche ist, aber die Lasche ist fest. Wie soll man das denn richtig lesen? Das ist ja, also, man kann das nicht umschlagen hier. Also, das ist ja schlecht. Moment. Moment, wir müssen mal kurz schauen. Also, wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist ja irgendwie nicht so gut. So ein Mist. Also, ich glaube, wir werden es nicht hinbekommen. Von daher, zoome ich jetzt mal auf die deutsche Übersetzung, die allerdings auch nur geringfügig besser zu erkennen ist. Naja. Ich hoffe, wenn ihr es lesen wolltet, konntet ihr es einigermaßen erkennen. Jetzt machen wir es auf. Die Packung. Da ist nicht allzu viel drin. 65 Gramm. So. Tüte ist offen. Und jetzt schauen wir uns das Produkt an. Okay, also die Snyders waren teilweise etwas dunkler, aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz normal aus. Ich werde mal eins probieren. Okay. Aber die sind gar nicht schlecht. Also ich hatte jetzt schon länger keine Snyders mehr, aber die erinnern mich ziemlich stark daran. Also wenn ihr Fans wart von den Snyders, denke ich, könntet ihr die ruhig mal probieren. Und das könnte vielleicht eine gute Alternative sein. Und wenn ihr sie schon probiert habt, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie sie euch gefallen haben. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Joyeux Noël! Oh, ja, von mir aus auch das. Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne.